Hallo, hallo, hier ist wieder euer Einer Harry. Heute auf vielfachen Wunsch zeige ich mal meinen Standband- und Tellerschleifer von Einhell, den TCUS400. Da haben mir einige geschrieben, ob ich den mal vorführen könnte, wie funktioniert der, was kann der alles, wie viele sagen, der bleibt einfach stehen, wenn man da richtig stark drückt, klar macht er, aber zum normalen Abschleifen von zum Beispiel so einer sägerauen Dachlatte, das probieren wir nachher aus, dann seht ihr das. Das Ganze ist mit einem Schleifteller 150 mm und einem Schleifband 100 x 915 mm. Das Schleifband selber zum Entspannen, wenn man es wechselt, macht man hier. Dann zum Einstellen des Schleifbandes, dass es sauber in der Mitte läuft, das macht man hier. Hier wäre eine Absaugung, wo du anschließen kannst. Und hier ist noch eine kleine Absaugung, da muss ich mir mal was bauen, dass das Ganze auch vernünftig geht, weil für einen normalen Staubsauger geht das nicht. Ja. Dann kann man das Ganze hier, den Schleiftisch, kann man noch kippen. Dabei ist auch dieses Teil, das wo man auch wieder verstellen kann von der Gradzahl. Ich muss sagen, ich brauche das nicht so oft, weil ich stelle den einfach auf Null und wenn ich was abschleife, dann brauche ich das Teil eigentlich wieder. Hier habt ihr An- und Ausschalter, einen Sicherheitsschalter. Das Ganze, wenn man das Schleifband wechselt, muss man hier aufschrauben, das Ganze, dann unten diese Abdeckung weg, dann kann man das Schleifband abziehen. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt den Standband-Tellerschleifer seit knapp 2 Jahren und habe bis jetzt das Schleifband noch gar nicht tauscht, ganz ehrlich gesagt. Das funktioniert immer noch. Ich blase es ab und zu mit der Luft sauber, dass es wieder ganz sauber ist und dann funktioniert das auch nicht. Aber ich kann euch das dann zeigen. Machen wir den schnell an. Das ist doch genial, was ich da baut habe. Absolut genial. Kann ich das alles schön vorführen. Also, schauen wir mal. Also, sägeraue Latte. Also, wenn ihr es richtig drückt, dann bleibt es stehen, ist klar. Aber gesehen, hier geht man nicht her, weil dann macht es so. Also hier geht man her. Ihr habt das jetzt nur ganz kurz benutzt, das ist gut. Und das hier schaut auch gut aus. Ich nehme das eigentlich oft für die Gerade wegmachen, für die Kanten. Das geht ruckzuck, ist gut zum Arbeiten. Also für meine Zwecke ist das Gerät völlig ausreichend, muss ich sagen. Klar, es gibt was Stärkeres, es gibt was Besseres, gibt es immer. Aber für den Preis, was das Gerät kostet, das Preis-Leistungsverhältnis ist genial, muss ich sagen. Und wie ihr wisst, liebe rote Maschinen, deswegen wird auch gar kein anderer Band-Tellerschleifer, Standband-Tellerschleifer zu mir in die Werkstatt kommen, sondern nur eine. Ich bin zufrieden damit, mir gefällt er. Für das, was ich mache, ist er völlig ausreichend und kann ihn für solche Sachen, wenn jetzt einer bastelt oder was und dann die Kanten nimmt und das ein bisschen abschleifen muss, völlig weiterempfehlen, muss ich sagen. Gell? Also wie gesagt, so sieht das Ganze aus. Auf meinem hypergenialen Drehteller. So, sage ich wieder danke fürs Zusehen. Es war jetzt ein relativ kurzes Video, aber was wollen wir mehr sagen über das Teil? Sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Einer Harry. Ciao, ciao.